Das riecht ja toll. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Freut mich auf jeden Fall. Ich habe hier einen Workshop beim Festival und zeige ein paar Leute ein paar Kräuter. Und hier habe ich noch ein paar Sachen schon gepflückt, frische. Die sind schon mal vorgepflückt. Kommt mit, ich werde euch ein paar Kräuter zeigen und die Wirkungen. So, der Workshop hat begonnen. Jetzt geht's los. Ich gehe erstmal zum Birkenwald. Hier zeige ich dann die Birkenblätter, was für Wirkungen die haben. Hallo. Hallo. Tag. Kräuterkunde, oder? Ja, genau. Ja, genau. Cool. Wollt ihr mal probieren? Ja. Ist er? Ja. Schön. Wer ist er? Das ist aber schon angeknabbert hier. Ja? Ja. Entschuldige. Ja, die kann man dann halt so essen. Es ist halt jetzt schon Sommer, das heißt, die schmecken halt jetzt nicht mehr so schön frisch, weil die frischen schmecken halt wirklich sehr lecker. Deswegen am besten, mit denen kann man eigentlich am besten Tee rausmachen. Schmeckt nach Natur. Schmeckt nach Natur. Chlorophyll. Klar kannst du mitmachen. Birkenblätter. Birkenblätter helfen für Gerst und Rheuma. Das da, ja, die Probleme haben wir halt noch nicht, ne? Meine Mutter. Aber, ja? Kann ich immer sagen. Okay, cool. Perfekt. Ja, und man kann sich halt vorbeugen auch, ne? Mhm. Das heißt, du kannst es innerlich einnehmen, wie ein Tee. Du kannst auch so eine Salbe rausmachen, dass du das hier so schön raufschmierst. Die helfen halt, die Nieren sauber zu machen. Deswegen habe ich das auch aufgeschrieben, weil ein Festival, man trinkt viel Alkohol. Ist eigentlich schon cool, dann so einen Tee hier rauszumachen und das zu trinken, dass man einfach diese Nieren einfach wieder sauber spült mit dem Tee. Eigentlich auch sehr cool. Ich kann ganz normalen Tee rauskochen. Nimm die Blätter und genau. Ja. Einfach wie Kamillentee, wie Lavendeltee kannst du eigentlich so machen. Das kann man halt jetzt nicht essen, aber du kannst mit dieser Rinde auch Feuer machen, weil da sind ätherische Öle drin. Das nimmt man oft für Zunder. Dann macht man, ne, pflückt man das und dann kann man so ein Feuer rausmachen. Dann brennt das sehr stark. Ich probiere auch mal eins, dass ihr seht, okay, er isst das auch. Dabei. Und die Merkmale, ne, das ist halt, das sieht aus wie so ein Herz, so gezackt hier überall. Der Stamm ist weiß, ne? Ja. Das ist eigentlich schon sehr einfach zu entscheiden. Willst du auch noch? Genau. So Dings in der Sauna, dieses Schleudern. Das kenne ich gar nicht. Das ist richtig cool. Ja. Da legt man halt Birkenzweige und Blätter an, lange im Wasser und dann bleibt das in der Sauna stehen und dadurch zieht das dann die ganze Zeit. Und, wie so ein Tee. Ja, genau. Und dann cool, wird man mit diesen Blättern abgeklatscht quasi. Ja, und dann wirbelt das immer noch so in der Luft und dann kommt so ein ganz sanfter, natürlicher Geruch, der richtig gut ist. Bärlauch. Knoblauchsrauch, das sind so leckere Pflanzen, aber die gibt es halt hier nicht. Ne? Zitronenmelisse. Ja. Ich habe auch Wildheidelbeeren auch vor kurzem gepflückt. Ich habe hier Brombeeren auch schon gesehen. Ja, stimmt, genau. Hier die Eiche. Die Blätter kann man halt auch nehmen für einen Tee. Und ja, Essen ist halt jetzt ein bisschen eklig, weil im Frühling sind die richtig lecker, finde ich. Aber wenn die jetzt so Sommer ist, oder ne, die werden halt so sehr pappig und schmeckt halt wie ein Stück Papier. Ist jetzt nicht so geil. Ja, die Merkmale. Wie sehen die Merkmale aus? Gezackt, rund gezackt. Fingerig? Ja, doch. Fingerig? Stimmt, das ist schon wieder fingerig, ne? Das ist nicht viel gewesen. Ich habe aber nicht welche auch Kaffeeersatz raus? Hast du, glaube ich, Kaffee gemacht, glaube ich. Man musste das irgendwie zwei, drei Stunden aufkochen, dass der Gift rauskommt. Ja, genau. Irgendwie sowas. Ja. Genau. Wollte ich mal ausprobieren, habe ich mich auch noch nicht traut. Ich auch nicht, traue mir das nicht so. Nee, ich auch nicht. Aber wenn du das vielleicht doch irgendwie eine Stunde zu früh aufhörst zu kochen, kannst du lecker stellen. Ja. Das ist halt cool, ne? Die stillt Blutungen, lese ich gerade. Das Coolste ist, ihr könnt dann den Blatt hier nehmen, kauen und wenn ihr eine Wunde habt, könnt ihr das Blatt hier raufpacken und so ein Pflaster rüber machen. Hm? Du brauchst eine Wunde? Ja, ich brauche eine Wunde. Wir haben keine Wunde. Stimmt, du hast Wunde. Ich habe Wunde. Ja, dann hier, nimm was mit. Ja, Leute, mir fällt noch was zu der Birke ein übrigens. Ja. Damals haben die das immer zum Waschen auch genommen. Zum Waschen? Die Birke, ja. Ich kenne das auch mit Efeu. Mit Efeu kann man auch irgendwie Klamotten waschen. Ja, das geht. Das kann man auch machen, oder? Stimmt, man kann Schuppen und fettige Haare daraus. Man kann halt so einen Teeaufguss machen. Abkühlen lassen und dann kann man das in die Haare schmieren. Dann geht Fett weg und Schuppen. Ich habe es nicht ausprobiert, aber
Ich habe es interessant gefunden, deswegen habe ich das jetzt mal aufgeschrieben. Brennnessel auch, so wie ich das verstanden habe. Brennnessel auch? Ja, mit Birken tatsächlich aber auch. Ich habe halt auch mit Birkenwasser genommen, weil ich muss meine Haare. Guck mal. Perfekt. Und das geht mit Birke auch. Ich habe Birkenwasser immer genommen für meine Haare. Stimmt, Birkenwasser gibt es für Haare kämmen. Kannst du besser Haare kämmen. Stimmt. Esse ich jetzt nicht, weil die sind einfach zu grob schon. Aber für Tee ist halt wirklich cool sowas. Ne? Heute kennt die oder Blätter, die auf Bäume wachsen, weil da kann man halt. Genau. In Breitwegen habe ich schon genommen. Ich habe so eine 100 Kilometer Tour gemacht. Weil man kriegt weniger Blasen, wenn du Breitwegen nimmst. Mhm. Anfänger. Mach das schon 5 Jahre schon. Ich esse viel Kräuter, aber ich habe mich eigentlich nie beschäftigt mit den Inhaltsstoffen, weil ich habe es gelesen, es hört sich gesund an, nehme ich einfach, passt schon. Ja. Jetzt beschäftige ich mich ein bisschen mit den Wirkungen. Aber die Nüsse schmecken wirklich lecker. Schmeckt man merkt so ein fettiges Öl raus auch. Ja. Und die Blätter schmecken halt jetzt noch intensiver als die Samen. Ist auch gut für dein Zahnfleisch. Das macht dein Zahnfleisch auch stabiler. Weil wenn du jetzt viel Zucker isst oder irgendwie so Wunden hast im Mund, das stärkt einfach und strafft einfach drinnen die Haut auch. Dann hast du weniger Blut. Ich glaube, das hilft auch für Zahnausfälle. Oder nicht gegen Zahnausfälle. Ich meine auch erkältungsmäßig, glaube ich. Genau, man macht irgendeinen Hustensaft da auch raus. Ja. Hast du Bitterstoff am Start da drin? Ne? Ja. Ist gar nicht mal so lecker. Nee, lecker ist es nicht. Aber gut für die Leber dann, bei Bitterstoffen. Der ist halt entzündungshemmend, blutstillend. Eigentlich gut, wenn ihr. Okay, das ist sauer. Ja, wenn ihr euch halt schneidet. Wenn ihr euch schneidet, könnt ihr. Das geht wirklich, das ist voll verrückt. Immer wenn ich mich schneide, kaue ich das dann so. Hole das wieder raus und packe das auf der Wunde und mache ein Pflaster rüber. Oder ich drücke das so eine Minute rauf. Und dann hört das Blut einfach auf zu fließen. Aber das geht auch ohne Pflanzen meistens. Ja? Wenn du einfach auf eine Wunde eine Minute drauf drückst und dann wegtun, dann hört sie auch auf. Okay, weil ich hab eine Wunde vor kurzem gehabt, ich hab die ganze festgehalten, die hat die ganze Zeit geblutet. So eine ganze Stunde, ich weiß nicht warum. Ich nehm Spitzwegelig, war weg. Ja. Und ja, es tötet halt die Viren auch drauf, wenn ihr da Viren habt. Das heißt, ihr habt halt zwei Effekte. Ne? Ihr habt blutstillend, bakterientötend und zusammenziehende Eigenschaften hat das. Das heißt, das schließt auch die Wunde einfach, weil die Haut wahrscheinlich sich zusammenzieht, weil es so bitter ist. Was auch immer da passiert. Vielleicht gibt es noch mal besser damit. Man kann auch so einen Saft daraus machen, wieder mit Tee im Wasser reinpacken dann und abkühlen lassen. Dann kannst du, wenn du Entzündungen im Auge hast. Hatte ich. Ja, guck mal, lustig. Kannst du dann jetzt einfach so die ganze rausspülen? Ja. Ja, die sind halt gut für Gurgeln auch, für Leber. Leiden, wenn du irgendwas mit deiner Leber hast, kannst du auch einen Tee rausmachen. Rachen ist auch gut. Ja, eigentlich so, was du schon sagtest, ne? Für Erkältung ist es halt richtig gut, das Zeug. Du kannst einen Tee rausmachen, du kannst da Honig rausmachen, du kannst da so ein Sieb rausmachen, du kannst jetzt ein Doppelkorn reinlegen, du kannst Pflaster rausmachen. Was war das? Du kannst vieles rausmachen. Ja. Wenn man die so aneinanderreißt, kommt richtig viel Flüssigkeit hier raus. Ja. Und auch so eine grüne auch, ne? Ja. Man merkt das richtig, ja. Stimmt, man kann auch einfach so machen, dann auf die Wunde. Ja. Muss man das nicht im Mund machen. Das bleibt aber richtig trocken, ne? Ja? Das wird richtig trocken dann uns jetzt. Ja, aber wenn du es hier reißt. Oder ja, das sind diese zusammenziehende Bitterstoffe oder was das ist, was so den Mund zusammenzieht. Ja, das ist der Spitzel. Ja. Ich glaube, ich nehme da noch einen. Ich hole mal kurz die Schabgabe, die wollte ich euch auch einmal zeigen. Eine Hunde und Zeit gegangen. Man sagt auch, das öffnet die Zwiebeldrüse. Mhm. Ist halt lecker. Viel Aroma. Hm? Okay, so viel Aroma. Alter! Da gibt es nächstes Mal auf meinem Workshop vielleicht so mit leckeren Sachen vielleicht und nicht so bittere Sachen. Ja, da sind halt noch richtig Stoffe drin, so gesehen. Ja, so genau. Waren ja unsere normalen Lebensmittel früher auch, bis wir das alles gezüchtet haben und die ganzen Bitterstoffe da rausziehen.
Man gewöhnt sich auch da voll drauf. Ja. Ich esse das ja schon lange. Und immer wenn ich das esse und das Leute gebe, die kommen da gar nicht mit klar. Ich finde, der Nachgeschmack ist angenehm. Hm? Also der Nachgeschmack ist angenehmer als der direkte, wenn man drauf rumkaut. Hm. Ich finde, das schmeckt immer sehr. Man merkt, der Mund ist richtig sauber jetzt danach. So, ja. Ne? So nach dem Kaffee ist, glaube ich, richtig gut sowas. Schmeckt halt wirklich wie so ein Kräuterbonbon dann. Ja. Ja, und die Wirkungen, auch wiederum gut für den Magen, dass alles wieder funktioniert. Ja, ist halt gut für Blähungen oder gegen Blähungen. Ich kann es nicht aussprechen. Blähungen. Genau. Blähungen. Ja. Dann Verstopfung. Die Pflanze ist richtig cool. Die Pflanze hilft für Sonnenbrand. Das heißt, wenn ihr zu viel Sonne habt, könnt ihr, ihr könnt das auch so, die Schafgarbe, was wir gerade gegessen haben, ihr könnt die halt hier einschmieren, so. Dann habt ihr sofort den Saft. Oder ihr macht einen Tee daraus und schmiert euch damit ein. Aber Tee ist halt immer kompliziert, dann müsst ihr aufkochen. Ja, und dann deswegen Pflanze einfach nehmen, die tierische Öl hier so schön drauf schmieren. Und dann hat man einen Sonnenbrandschutz irgendwie. Hey, aber das macht auch Kakaobohnen, das machen auch Karotten. Vielleicht der Unterschied vom Bärenklau, ne? Ja, Bärenklau genau. Macht dann genau das Gegenteil, ne? Verbrennt sich. Krass. Ja. Blumen an den ganzen Stielen hier, wie so ein Korb. Und hier halt so. Ich glaube auch so wie Karotten, die Blätter. Mhm. Stiel ist sehr kantig. Das sind halt die Merkmale, mehr weiß ich halt auch nicht. Aber schön erstmal, dass ihr dabei seid. Es ist immer schön, das nicht alleine zu machen immer. Mhm. Weil ich bin so oft allein so im Wald, pflück dann meine Kräuter so, mach dann meine Smoothies so und nehme dann auch Mercedes mit, die ist auch dabei immer. Manchmal ist sie schön, sehr eklig, manchmal ist lecker. Es ist dann schön, auch so Leute dabei zu haben, die auch so interessiert sind. Aber wenn du das schon so häufiger machst, merkst du davon richtig eine Wirkung auch? Oder ist das einfach für dich so, dass du das Gefühl hast, dass... Also ich merke schon die Wirkung, ja. Aber die Wirkung zu erklären ist ein bisschen schwierig. Ne? Wenn ich jetzt einen Burger esse, merke ich, mir geht's so. Ja, ja, wenn ich jetzt Kräuter esse, bin ich ein bisschen so heiter. So. Mir geht's gut, mein Körper sagt so, oh, das hat gut getan, das ist so schön. Ja. Also so eine richtig, so wie Kaffee, so eine Wirkung merkst du, glaube ich, jetzt nicht so. Ja, bei Sauerklee ist das schön, dann ist das sehr sauer und dann so, ah, ja. dann merkt man schon eine glückliche Wirkung. Ja. Ja, müssen wir echt aufpassen, sonst die ganze Botanik leer. Die kommen ja schon rot ins Fernsehen. Genau, Botanik leer gefuttert. Heute Kunde wird gesucht. Genau. Geheimtipp wurde weitergegeben. Schafgabe vermisst. Dann halt auch Wunden. Macht eigentlich gefühlt alle Pflanzen. Voll interessant. Dann kommt einmal noch Brombeeren und dann ist es vorbei. Na, euch zubereitet haben. Nice. Ja, hier ist die Brombeere, aber die pflücken wir jetzt hier nicht, weil hier pissen Leute. Ja. Ich kann euch kurz und knackig erzählen, was für Wirkungen die hat. Wirkungen sind einmal. Ja, gegen Durchfall. Mhm. Nur die Frucht oder die Blätter? Die Blätter. Die Blätter. Ach, die Blätter. Frucht, weiß ich jetzt nicht, was sie hat. Aber kannst du die Blätter auch einfach so pur essen? Die kann man so pur essen, ja. Ja, die Merkmale ist ja klar. Schön roten Früchte oder die Stacheln. Die braunen Früchte, stachelig und was hat das denn für eine Form? So ein Herz. Bisschen stachelig. So an den Seiten und hier so schön spitz nach unten. Aber das esse ich jetzt nicht. Das ist eigentlich sehr geil. Dann ist hier. Die Samen sind potentmachend und geben, ich sag einfach mal, männliche Power. Ne? Dass man nicht so, warum auch immer, das ist sehr interessant. Aber ihr müsst die, wenn ihr gegen husten und ihr steckt das Immunsystem. Wenn man die nicht bleibt. Ah, okay. Ich kenne die nur getrocknet. Ich habe die mal ins Dings gemacht, ins Müsli. Das ist voller kleiner. Das sieht aus fast wie so ein Sukkulent wieder. So richtig dick. So. Was noch geil ist von dieser Pflanze. Es gibt ja viele Leute, die sehr viel dieses Eiweißshake nehmen, um Muskeln aufzubauen. Aber viele wissen gar nicht, dass wenn du Brennnessel jetzt 100 Gramm nimmst, getrocknete Brennnessel, ist 40% von diesen getrockneten Brennnesseln nur Eiweiß. Das heißt, du hast halt einfach pure Eiweißquelle hier. Das ist halt eigentlich richtig gut, ne? Wenn du einfach Power brauchst, du isst das und deine Muskeln haben halt genug Eiweiß. Ne? Das ist halt pflanzliches Eiweiß, das ist halt genauso gut wie tierisches Eiweiß, man muss halt kein Tier töten. Ne?
Ja. Ist eigentlich schon geil. Die Leute, die früher im Alaska und so gelebt haben, die haben ja nur von Fisch gegessen zum Beispiel. Die waren auch recht gesund. Oder wenn du hier die Insel der 100-Jährigen dir anguckst, die haben auch fast nur Fisch und sowas gegessen. Und die waren super gesund. Und jetzt kriegen die ganz viel Fastfood und jetzt sterben die alle an Herz-Kreislauf-Erkrankungen und sonstiges. Da gibt es richtig viele Studien drüber. Ja, ist richtig spannend. Ich denke, das Wichtige ist wirklich erstmal das Wissen, dass uns das überhaupt irgendwo wieder angelernt wird. Denn für die meisten ist das einfach nur Unkraut. Ja, guck doch gerade so die Reaktion von den Männern so gesehen, wie die uns angeguckt haben. Ja, stimmt. Das ziehen die sich jetzt schon wieder für Kräuter. Genau, ziehen die sich für Kräuter rein. Schaffen. Erstmal wieder kultiviert, auch an die Kinder weitergibt. So, hey, du kannst auch ruhig das und das aus dem Garten gerade holen. Wir packen es noch mit ins Essen. Das ist voll in Ordnung. Wenn man das Wissen erstmal wieder drin hat, dann kann ja auch von außen, von der Politik oder so, noch so oft kommen, ihr esst die Fertigprodukte. Man selber weiß dann, ja, in meinem Garten wächst das, was mich gerade gesund macht. So. Ja. Und wer weiß, vielleicht kann man irgendwann 100 Gramm im Kaufland oder sowas Brennnessel kaufen. Das wird, also ganz schön Kräutertee. Wir können uns noch anschließen, ne? Ja, klar. Ja. Auf jeden Fall. Okay, wollen wir das machen? Ja. Mhm. Okay, dann muss ich das hier auch. Ja. Okay. Also das kann man voll gut machen. So. Okay, dann muss ich das hier auch. Ja, das sind die Kräuter, die ihr mitnehmen könnt auch. Okay. Wenn ihr möchtet. Ich habe hier Teebeutel dabei. Ja. Könnt ihr einfach ein paar machen und dann einfach nach Hause mitnehmen. Wir wollten noch einen Tee noch machen. Mhm. Ja, cool. Wir haben gestern noch gesagt, wir haben keinen Tee bei. Da wollte ich noch was pflücken und da dachte ich, ah, nee, hier ist ja nichts. Nur jetzt hast du was bei mir, cool. Heute Abend gibt's Tee. Wer will zuerst? Ich kann das hier erstmal einpacken für euch. Mhm. Ich würde gerne nehmen. Ich habe erstmal Birkenblätter hier, dann habe ich Eichenblätter hier, was? Und ich habe Brombeerblätter. Ja. Hier habe ich auch noch schon welche gepflückt, ne? Schafgabel und Spitzwegerich, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch noch mal gerne probieren. Ein Kaugummi für zwischendurch. Achso, danke für die Plastiktüten, Nika. Hat die mir geschenkt, sehr nett. Was möchtest du? Ich bin auch so eine Mischung. Auch eine Mischung? Dann könnt ihr ja die Unterschiede dann schmecken. Ich könnte auch, wenn ihr möchtet, auch so Frisches reinmachen, ne? Temperaturen ich nehme auch für eine Tasse, nehme ich fast auch immer drei Teebeutel. Schmeckt doch noch was über das. Ja, genau. Aber ja, nein, nicht, dass ich das mache, aber ich hätte einfach gar nicht richtig was probiert. So, das ist auch schon mal fertig. Jetzt gibt es gleich einen Brombeerblättertee beim Workshop. Gucken, was die dazu sagen. Ich muss jetzt mal so was tappenmäßig machen. Das ist jetzt Birkentee. Wie machst du den? Ganz einfach, ich pflücke, oder ich habe jetzt die getrockneten Birkenblätter genommen. Die habe ich dann einmal aufgekocht und dann halt für 15 Minuten erstmal ziehen gelassen. Ich kann noch mehr machen, ist doch. Aber darf das Wasser dann so heiß sein? Warum? Weil gehen dann da nicht alle Vitamine raus, wenn das so ja, heiß ist? Vitamine gehen schon raus. Weil das aber hat ja Mineralien C, ne? Und sowas. Ja genau, und Mineral, ja klar, Vitamin C geht halt, steht halt schon ab. Ja, ich sagen. Aber ich finde es halt gerade so schöner, Tee zu trinken, als jetzt euch diese Blätter zu geben. Ja. Irgendwie macht das schon was zum Abschluss. Hier erstmal nochmal einfach Birkenblätter. So. Ja, und doofe Frage, wie trocknest du die dann? In der Sonne und einfach in der Wohnung dann. Riecht aber schon gut. Mhm. Also der Tee riecht besser als das Blatt an sich. Mhm. Ja, so gerne, dann lass doch erst. Das war's eigentlich beim Workshop. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ja. Vielen Dank. Ich danke auch, dass ihr dabei wart. Hat mir auf jeden Fall gut getan, auch so das bisschen so mit Leuten zu teilen. Ja. Also ich habe Dinge gegessen, die ich noch nicht gegessen habe. Ja. Mein Highlight war, glaube ich, irgendwie die Samen von den Spitzwegerichen. Ja, bei mir auch. Ich dachte auch so, okay, das ist doch so, nicht nur Blätter, vielleicht auch so andere Sachen. So Blätter, dann Samen, vielleicht noch so eine Frucht rein. Aber die Früchte sind jetzt schwierig gewesen. Ja, stimmt, die Samen waren richtig lecker. Ich habe vergessen, was war das Weiße nochmal? Schafgarten. Ich glaube, das bleibt mir am längsten im Kopf vom Geschmack. Ja, der Geschmack war sehr stark. Ja.